Damit heiße ich euch, meine Guys und Girls, herzlich willkommen zur nächsten Folge Satisfactory. Ja, die erstmal letzte Let's Play-Folge in dem Sinne, da ja dann ab Folge 5 anwärts das Projekt erstmal als Stream-Projekt weitergeht. Ich kann euch nichts anderes sagen, außer euch natürlich viel Spaß bei dieser Folge zu wünschen und auch ansonsten bei den kommenden Streams. Let's grow! Oh, was hast du Nices gefunden? Wie heißen die Dinger, diese runden lila Orbs-Dinger da? Mörser-Sphären? Oh, genau, die. Lol. Okay, mein Spiel hat gerade einfach mal mega geruckelt. 8 Smelter auf einmal löschen war der wohl zu viel. Okay, lol. Ja. Weiß auch nicht, was du gerade machst. Brauchst du mal einen PC, Junge. Ja, echt so. Meiner ist immer noch nicht gut genug. Okay. Dann mal schauen, wie ich das jetzt hier mit der Zeit aufbauen werde. Oh nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du scheiß Drecksbitter. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Natürlich. Hör auf, mich anzukotzen. Kotzt sich wirklich an? Wortwörtlich? Ja, klar, die spucken ja irgendwie fucking Säure auf einen los. Wie ekelhaft. Oh, natürlich seid ihr jetzt auch schon wieder da. Ja, guten Tag, sind sie auch wieder da? Ja, das bin ich in der Tat. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Concrete. Endlich haben wir genügend Concrete, ey. Echt geisteskrank, dass die Viecher einem jede Klippe hinterher springen, Alter. Die sind richtig blutrünstig. Absolut. Meins. So, ich würde mal ein paar Sachen in die Awesome Sink hauen, ne? Ja, ja, mach, mach, mach. Das, was wir jetzt wirklich nicht brauchen und so. Wie soll er denn heißen, Alter? Mit fucking Goat Music? Goat ja. Simulator? Ja. Nice. Doch. Es sind ja die Entwickler von Goat Simulator. Geil. Nice. Ich find's nice. Also ich würde mal auf jeden Fall die Ladders holen. Die die Leitern. Foundations, weil die brauchen tatsächlich nur 2 Concrete anstatt noch irgendwie Metall dazu. Das ist nice. Das ist sehr billig. Hm. Und dann noch ein Conveyor Lift Floor Hole. Oh ja. Auch gut. Jawohl. Ich hab einen Lizard Doggo, ihr nicht. Alter, cool. Hast ein Haustier jetzt also besorgt? Ich habe jetzt ein Haustier. Coole Nummer. Mega cute. So, dann Power Pole it in. Aber da werde ich natürlich noch weitere brauchen. Deswegen genau noch ans Ende hier hin. Zack. Ups. Blum. Research completed. Alien Protein can now be turned into biomass or alien DNA capsules. Das ist auch sehr wichtig. In addition to being used for research, the invaluable alien lifeform data in these capsules can be traded for fix-it coupons at the Awesome Sink. We guarantee the best capsule to coupon exchange rate anywhere on this planet. Genau. Genau, das denke ich mir auch, ja. Weil es ja auch so viele gibt. Also die haben sich echt übertroffen mit den neuen Sprüchen, Alter, das ist Wahnsinn. Absolut, du. Da muss noch ein Powerpole hin. Ich werde so froh sein, wenn wir diese scheiß MK2s endlich haben, ne? Das wird so viel einfacher machen. So viel einfacher! Okay, das war wohl ein bisschen zu hoch. Was hast du schon wieder angestellt? Ich bin gestorben, das habe ich angestellt. Nein! No! Ich gehe jetzt meine Death Crate abholen. Okay. Na, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, kurz mal das Sprinten aufhören. Das macht mich nämlich noch kirre. So, du bist jetzt hiermit verbunden. Dann wirst du hiermit verbunden. So, du hast nur noch einen weiteren Slot frei. Das heißt. Bruh. Du wirst hier verbunden. Du wirst hier off, verbunden. Goddammit. Was ist los? Welche Death Crate ist denn das jetzt? Oh, okay. Shit. Jetzt musst du es erstmal noch finden. Ich glaube, meine eine Death Crate ist jetzt
despawned, weil ich gerade nochmal gestorben bin. Oh nein. Das heißt, bin du hast all dein Inventar. Voll im Gas gelandet. Das heißt, du hast eins deiner, ja, das alte, wo du noch all deine Sachen drin hattest, wurde quasi jetzt überschrieben, ne? Schätze ich mal. Ja, das ist natürlich extrem sad. Oder? Wurde es das? Ah ne, es wurde nicht überschrieben. Oh, thank God. Gott sei Dank. Ich habe eine gelbe Power Slug gefunden. Cool. Das ist schon gut. So, ist jetzt hier alles soweit angeschlossen. Nice. Alles angeschlossen, perfekt. Genau, und wenn ich jetzt hier die Constructors hinbauen würde, es würde nicht perfekt nebeneinander passen. Ich teste es mal ganz kurz. Ja, ja, bei weitem nicht. Du Bastard. Ja, da hätte ich jetzt mehr Platz lassen sollen. Muss ich das jetzt nochmal neu bauen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Scheiße. Oh, kann ich das jetzt echt alles abreißen? Mist. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt so hinkriege, dass ich das irgendwie so hinpassend hinstellen könnte, dass es trotzdem noch geht, wenn die Smelter jetzt so eng aneinander stehen. Da hinten stehen ja auch die ganzen Smells. Ja, okay, ich kann es neu bauen. Okay, alles umsonst gebaut. Nochmal von vorne. Okay. Weg damit. Ach, goddammit, ey. Scheibenkleister. Satz mit X, das war wohl nix. So, jetzt habt ihr den Grid mal gesehen, wie er epic gefailt hat, hier was Schönes aufzubauen. Naja, kann halt nicht immer alles rundlaufen. Man muss den Schmerz auch mal ertragen können. Ja, wobei, du bleibst da, wo du bist. So. Und dann jetzt zähle ich hier die Abstände. Von dort aus. 1, 2, 3. Ich glaube, das müsste dann genau passen. Ja, jetzt bin ich komisch zurückgesprungen in der Luft. War gerade auch weird. Sollen wir jetzt mal ganz kurz überprüfen. Constructor, passen die dann genau nebeneinander hin? Ja, die passen dann genau nebeneinander hin. Okay, also 3 Abstand. 3 Abstand, wichtig. Ich brabbel nur vor mich hin, ne? Nicht wundern. Ich wundere mich. Danke. 1, 2, 3. Smelter. Du, meine Herren. Ja, mein Herr. Sie haben wahrscheinlich in der Zeit schon alles bereit, ne? Die Smart Platings sind jetzt automatisiert. Es werden leider nur 2 pro Minute hergestellt. Ja, das war für die Space Elevator, ne? Genau, Space Elevator Quest. Genau. 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Das Achievement, hui. Sehr gut. Du musst übrigens mal die Beschreibung von diesem Achievement mal durchlesen. Die ist echt auch wieder funny geschrieben. Okay. Also ist wirklich, musst du mal echt durchlesen. So, meine Herren, ich würde jetzt tatsächlich mal den Space Elevator bauen. Oh ja, da will ich dabei sein. Oder willst du das lieber bauen? Nee, es stimmt, eigentlich wäre es besser, wenn ich das baue. So, wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir für den Space Elevator 1500 Wires, 500 Cables, jede Menge anderes Zeug. Ich kann nur die ersten 2 Daten. Aber hey, besser als nichts. 250 davon und 500 davon, okay. 500 davon und 250 davon. Ah ja, Junge, jetzt habe ich gerade richtig Speedometer hier gebaut. So, okay. Muss ich gucken, tanze. Wie ich zurückkomme. Alter, das nenne ich mal. Warte mal, ich zeige darauf. Moment. Warte, ich glaube. Das ist aber viel. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr Ressourcen. So, hier. Daumen hoch. Nehme ich mal alles. Okay, ich gucke mal. Ja, genau, die Iron Rods fehlen noch. 400 Stück. Ah, yes. Warte, da habe ich auch noch ein paar. Perfekt, hier da. Perfekt. Okay, cool. So, und ungefähr hier hinten, oder? Ja.
würde ich sagen. Okay, erstmal locken. Ich muss nämlich auch von oben schauen, dass das alles passt. Ja, das ist zum Beispiel blöd positioniert. Also ein bisschen in die Richtung. Okay, Moment. Wohin sollen die Ausgänge hin? So am besten, ne? Oder auf die andere Seite, was würdest du sagen? Ah, ist eigentlich relativ wurscht. Vor allem für den Anfang. Obwohl, dass man halt da gut Zugang dazu hat. Ich glaube, das ist tatsächlich hier ein bisschen zu eng. Ja, okay. Das Problem ist, hier in die Richtung kann ich es nicht weiter, weil da klippt es dann. Nur hier ist in Ordnung. Ich kann es halt hier Richtung Fels bewegen, dann sieht es halt ein bisschen scheiße aus, aber... Ja, das wäre... uns drei Eingänge. Ich glaube, für später wird das ein bisschen unpraktisch, aber da können wir sowieso nochmal umziehen, nochmal ein bisschen was vorne. Ja, ich glaube, wir müssen früher oder später wahrscheinlich eh komplett umziehen, tatsächlich. An einen besseren, geeigneteren Ort. Okay. Soll ich es bauen? Ja, warum nicht? Ja? Oh, das. Okay. Der Space Elevator gebaut. In 3, 2, 1, bauen! Da fliegen die ganzen Items zum Space Elevator hin. Guck mal, im Himmel ist schon was. Ich kann es nicht pingen. Oh. Im Himmel ist halt einfach echt schon was. Okay. Ah ja, stimmt, es kommt ja jetzt so runtergeschossen. Ah, das genießen wir jetzt einfach mal ganz kurz hier. Animation ist so gut, Alter. Ja, Mann. Absolut. Schade, dass der Phil nicht dabei sein kann. So. Ich seh's aber. Du siehst es. Okay. Insane. Jetzt kommt's und zugreifen, okay, bitte. Mann, da haken sie sich ein, Alter. Jawohl. So, jetzt schleift's entlang und zack. Eingehakt. Sehr nice. Und da kommt der Elevator runter. Perfekt. Zack. Und nice. Bumm. It is done. Jetzt kriegen wir noch einen schönen gesagten Text. Project Assembly initialized. Congratulations, Pioneer. Yay. The Space Elevator will now automatically connect with the Project Assembly Orbital Platform. Yippee. Project Assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the Space Elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore and exploit. Yay. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let fix it down. Alter, shish, das waren jetzt mal harte Worte. Damn. That's crazy. Alter, was hier inzwischen alles entstanden ist, ey. Gigi. Richtig nice. So, unser Hub ist jetzt übrigens blau. Mods. Okay, welche Farbe darf es dann sein? Weiß. Weiß? Weiß. Okay. Erledigt. Nice. So. Das sieht aus wie so ein richtig hypermodernes Spaceship jetzt. So muss sein, hallo? So nicht anders. Junge, hier geht's ab. Guckt's euch an, was hier alles schon gebaut worden ist. Ist das nicht insane? Insane, Junge. Ah, da hinten steht's. Noch mehr Fabric, Junge. So. Mit dem Fallschirm, dass ich Klippen runterjagen kann, Alter. Ja, Mann. So, Blade Runners, rein da. Oh, das... Man. Okay, da... Ich wusste nicht, dass das so hart jetzt reinkackt, du. Wahnsinn. Also einmal Blade Runners in Fixit-Dingens und alles crashen sich zusammen. Okay. Anscheinend. Wusste nicht, dass das so krass wird. Ich habe auch irgendein Achievement bekommen. Ich heb's ja dann auf, sobald ich das Catherium noch vercraftet habe. Also gecraftet habe. In ancient times, humans would occasionally pretend to be goats while listening to the music recorded on this tape. It was considered high culture, the likes of which humanity might never see again. Oh my god.
High Culture. Ja, ich habe mir mal kurz die Boombox einfach gekauft. Das hat nur 3 Dingens gekostet. Oh nein. Ich höre nix. Mach an. Oh. Oder warte, ich mach die beste Musik an. Macht euch bereit für den Beatdrop des Jahrtausends, Junge! Let's go! Ich hör schon wieder. Das Game ist zu gut, ey. So, ich hab's jetzt einfach mal hier niedergelegt. Jetzt können wir die geile Musik beim Erbauen hier genießen. Ist doch toll, oder? So, können wir auch was Sinnvolles kaufen? Mal gucken. Nee. Ich würde mich um den Strom kümmern. Le Strom, okay. Alter, Zipline. When equipped, the zipline facilitates travel along power lines, regardless of whether the line is powered. Note, based on previous Pioneer events, Fixit recommends not using ziplines during thunderstorms and typhoons or while drinking coffee. Okay. So, weiterer Text, let's go. Parachute unlocked. Fixit appreciates your willingness to descend rapidly to perform your duties, but damaging Fixit property is a breach of contract and will have unpleasant consequences. Improve descent efficiency by combining the forces of gravity and drag with a parachute. Okay, alles klar. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Oh Gottes Willen. Oh yeah, noch mehr Text. Woo! The remains researched belong to an organism that tends to nest near objects emitting specific types of resonance. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Alter. Remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety. Junge, wie weit mir das Ketium jetzt schon gebracht hat. Ziemlich nice. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht. Okay, reicht. Ah, wunderschön. Okidoki. Dann mal gucken. Genau. Okidoki. Gehe ich mal wieder zurück zu meiner Arbeitsstelle, wo ich gerade stehen geblieben war. Ah, ich weiß jetzt auch wieder, was ich gebraucht habe. Müsste ja jetzt genügend Zeit vergangen sein, deswegen kann ich das auch abholen. Nice. So, der Awesome Sink ist jetzt auch gehighlighted, sag ich mal. That's nice. Ah, und hier werden die Smart Platings hergestellt. Ah, ich sehe schon. I see schon. Genau, I seen already schon. Na, da fehlt, glaube ich, noch ein Conveyor Belt. So, ich glaube, wahrscheinlich ist es geplant, dass die hier reingehen. Ja, dann werden die hier mal gelagert. So, komplett schwarz gemacht. Dann kann man es sofort erkennen, wo... Wohin damit? Oder woher damit? So, warum ist hier eigentlich so ein Conveyor-Lift? Ist irgendwas doch im Untergrund am Start? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Okay, warum liegt hier eigentlich Stroh? Was? Oh, jetzt haben wir schon so viel zum Scannen hier. Copper, Iron, KTM, Raw Quartz und Limestone. So muss das. Gut. Dann mache ich mal an meiner kleinen Baustelle hier weiter. Weißt du nicht, ob das unbedingt nötig ist, noch mehr Eisen zu haben, aber hey, man kann nie genügend Eisen haben, oder? Ihr könnt euch jetzt eure Parachutes in der Box am Hub abholen. Als ob du... Junge, du bist einfach so ein Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann hier. Irgendwas muss ich ja tun. Du tust doch schon genug. Ich fühle mich doch hier so ziemlich nutzlos, weil ich irgendwie kaum vorankomme mit dem, was ich hier mache. Ihr erforscht alles, ihr baut alles und ich, ja, keine Ahnung. So.
Was hast du jetzt? Yellow Power Slugs. Research completed. Yellow Power Slugs are further into their life cycle than Blue Power Slugs and thus have more potential energy stored. They can now be processed into Power Shards. Cool. Oh, jetzt spielt mein Liebling. Jetzt spielt mein Lieblings-Soundtrack aus dem Game. Nein. Also, das ist auch mein Lieblings-Soundtrack, aber ich meinte eigentlich den. Den meinte ich eigentlich. Okay. Ah ja, das ist natürlich auch mein Liebling. Ist ja klar. Oh Gott, ey. Vor allem der Kommentar von der Ader noch dazu, das war so geil. Oh Gott, ey. Das Game ist einfach zu gut. Ich lese mir mal nachher wieder voller Freude die ganzen Achievements durch, die ich da abbekommen habe. Die werden bestimmt wieder funny AF sein. Alter, das sieht cool aus, wenn man da runter. Übrigens was ganz, ganz Tolles. Und zwar? MK2 Power Balls, Junge. Yay! Endlich, Junge. Die werden so geil werden. So. Ja. Aber jetzt habe ich den wunderbaren Fallschirm. Hui! Ah, das Item ist so toll. So gut, Alter. Es ist richtig nice to have. Alright. Let's continue. Lach mal noch ein paar Viecher ab, wenn du gerade unterwegs bist. Ich bin nicht unterwegs. Ich bin wieder in die Base zurückgekehrt. Alter. Ja, weil ich... Mach da trotzdem mal ein paar Viecher. Mach das. Ich würd liebend gerne mitmachen, aber ich will hier noch was... Einfach, dass wir zusätzliches Eis noch haben, ne? Okay. Genau, Strom habe ich ja jetzt überprüft. Wow, Hilfe. Das bedeutet, das passt dann soweit. Oder weißt du was? Ich komme doch mit, weil das Caterium, das könnte ich ehrlich gesagt sogar sehr gut gebrauchen. Weil dann kann ich da nämlich die MK2-Poles hinballern. Ich habe meine Meinung geändert. Ich komme. Und doch was erforscht. Juhu! Research completed. AI limiter recipe unlocked. Nice. New Caterium research available. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Genau, wir brauchen nämlich Alien DNA, damit wir dann die Reba Gun uns holen können. Ja, ich weiß, worauf du schon. Und den Protein Inhaler. Und Inflated Pocket Dimension, das heißt nochmal 6 Inventory Slots. Oh ja, das wäre ziemlich gut. Ja. Yippie! So. Okay, beim anderen können wir, glaube ich, noch nichts Wirkliches erforschen. Nee, genau, sieht nicht also so wenn aus. Wir in Richtung Kyphilium rennen, da waren eigentlich recht viele Viecher. Okay, dann I follow you. Dann gehe ich einfach mal mit. Okay, wo entlang denn? Ich kann hier rüber springen. Ja. Ich hab's einfach fast nicht geschafft. Aber fast heißt halt eben nicht. Ah, da ist ein Spitter. Okay. Kaboom! Killen. Nein, warte. Ah, komm ich selbst durcheinander mit der Steuerung. Jawohl, wir haben ihn. Spitter Remains. 2. Aua! Ah. Scheiß Gift. Ah ja. Und da ist auch noch eine Power Slug. Okay, das Viech hat sich gerade die Klippe runter. Ja. Das Viech ist gerade die Klippe runter gestürzt. Lol. Ja, einfach so. Hat Spaß gemacht. Okay. Ja, da ist einfach wirklich die Klippe und. Yay! Okay, sehr gut. Tot. Du hast dir den Power Slug gegönnt, ne? Genau. Ja, stimmt. Wir könnten natürlich die Anhöhe jetzt nutzen, um safe runter zu gleiten. Ja. Okay, wo genau? Einfach in das Tal hier hinab. Hätte ich jetzt gesagt, einfach rüber. Ist da noch ein weiterer Power? Ich glaube, da ist noch ein Power Slug. Ja. Da sind nämlich auch irgendwo Viecher. Ja, okay. Schnell, 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 schnell. Okay, und weg da. Okay, ja. Da ist ein weiterer Spitter. Aua. Ja gut, mit dem Equipment da noch am Anfang ist es echt ein bisschen hart gegen die. Aber wir haben es. Sehr gut. Nice.
Okay, ich habe aber nur noch 3 Lebensbalken, aber ich glaube, hier sind ein paar. Ja, okay, eine Beere, wow. Ich meine, ihr könntet auch zurückkommen und die erste Phase vom Space Elevator abschließen. Ich habe die endlich zusammengekratzt und... Okay. Ja. Crazy. Ja, ist doch gut. Ich glaube, hier ist nochmal ein blauer Power Slug. Ja, her damit. Gadget. Oh, irgendwo ist hier wieder eine Kreatur des... Oh, hier sind 2 Kreaturen des Bösen. Nice. Okay. Aua, oh, das eine hat mich voll gerammt, ey. Ich hab's nicht gesehen hier im Tal. Es ist ziemlich dark. Du mach die Taschenlampe an, damit du hier endlich mal... Ja, hab ich doch schon gemacht. ...was sehen kannst hier, Menschenskinders. Ja, man ist so schnell mit den Blade Runners. Da ist man schneller als die Viecher, du. Die Viecher, du. Die Viecher. Und mit der Faust weggeboxt hier. So muss das. Episch. Ups, das war die falsche Taste. Ja, noch mehr Beeren. Beeren, Beeren, Beeren. Sieht so toll aus. Guckt's euch an. Oh, ich habe Sulfur gefunden. Nice. Geil. Das ist sehr schön. Vorkommen oder nur? Zum manuellen Abbauen. Trotzdem, für die Erforschung. Wow, wow, wow. Oh, sorry, falls ich dich getroffen haben sollte. Okay, das Kleine ist schon mal weg. Wo ist denn der Spitter? Ja, weg. Du hast gerade perfekte Ablenkung gesorgt. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Also ich würde sagen, nicht sterben, weil das soll ziemlich tödlich sein, genau. Ach echt? Wirklich jetzt? Okay, egal. Ich hab's. Ich konnte mich wieder ein bisschen heilen. Ist es tot? Nice. Alter, das Bild ist durch dieses. Und hier ist sogar was abgestürzt. Oh, wir haben einfach 17 Statoren gefunden, noch mehr Rotoren. Ja, easy. Nice. Oh, und Türe öffnen für einen Harddrive. Yay! Oh, ich habe Sulfur gefunden. Was hast du gefunden? Sulfur. Oh, nochmal Sulfur. Cool. Jawohl, aber leider nur impure. Schade, aber egal. Oh lol, diese komischen Bäume hier geben Mycelia ab. Ja, ja. Geil. Ja, dann mal abbauen hier. Nochmal. Zack. Und Silica und Limestone. Junge, was sind das für geile Bäume? Was, die geben Silica und Limestone ab? The fuck? Ja. Warte, ich muss hier... Bau mal Plattformen. Da kommt man nicht hin. Ja, aber wir haben noch Mycelia im Ist mir egal. I have Mycelia at home. Mycelia at home. Ja, es gibt echt Silica. Oh, da ist wieder eine Kreatur des Bösens. Und hier ist sogar Kohle. Ein Kohlevorkommen. Pure. Direkt am Wasser dran. Cool. Ja, das werde ich mir definitiv markieren. Nein, lass mich in Ruhe. Oh nein. Ja, okay, ja, okay, ja, wo bist du? Oh, die können schwimmen. Lol. Ich box den einen weg. Alter, ist der fett. Ja, das ist nämlich ein großer. Ha, wenn es im Wasser ist und nicht an Land, kann ich es unfassbar gut verprügeln. Komm ins Wasser. Alter, das kannst du sogar eine Druckwelle machen. Ja, ich habe ihn. Nice. Also, dann lass mal zurück zur... Ja, ja, jetzt, wir gehen... Oh, du wirst wieder verfolgt von... Ja, komm, den klatsche ich. Aua. Die Reichweite von der Taschenlampe ist halt, also im Sinne von der Radius, den es beleuchtet, ist echt nicht groß. Nee. Yes, ich habe
ein weiteres Achievement bekommen, weil ich, glaube ich, Beeren und auch jetzt Nüsse gepflückt habe. Episch. Nice. Ich glaube, diese Barrel Nuts hat man für irgendwas gebraucht, ne? Für den Inhaler und so Zeugs. Ja, okay. Ja, wobei, ja, für einen Inhaler ist schon nicht schlecht, weil das hält ja einen komplett hoch. Also so ist es auch nicht, eben, dass es irgendwie useless ist oder sowas. Und ich glaube, da unten sind Geysire. Nice. Ja, aber die kommen erst viel später. Ja, die kommen sehr, sehr viel später. Wir gehen jetzt erstmal zum Hub. Wir gehen jetzt zum Hub. Und dann gibt's schon mehr. Hab dich nicht so, geh jetzt zum Hub. Alter. Bodenlos schon wieder hier. Weißt du, was wir auch nicht haben? Einen weiteren Blue Power Slug. Hey. Was ist denn da vorne? Da ist irgendwas. Ah, da ist wieder eine Absturzstelle. Warum tue ich das? Wieso gehe ich da jetzt hin? Ich bin so doof. Warum liegt der Sturm? Ah, der hier braucht Strom, um geöffnet zu werden. Okay. Der ist also nicht so geschenkt wie das letzte. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Was denn? Oder was habe ich dafür gebraucht? Einen weiteren Hand-Equipment-Slot. Hm. Ah, und hier ist so ein Stein zum Freisprengen für später. Aber leider kein einziges Item, was jetzt hier herumliegt. Oh, schade. Ja. Na gut. Dann guck ich mal, dass ich irgendwie... Jetzt muss ich einen Weg zurückfinden, ne? Irgendwie so, da oben seid ihr. Okay, ich schau mal, wie ich nach oben gelange. Vielleicht ja hier durch, auch wenn es hier giftig ist. Ja, wobei, wenn es hier giftig ist, das könnte eine längere Strecke sein. Hier ist nochmal Keltium. Nee, da ist kein Durchkommen. Da ist kein Durchkommen. Okay. Muss es irgendwo anders weitergehen. Hey, Großer. Lass mich mal kurz das Keltium Ohr einfach manuell abbauen. Das nimmt man mal mit. So. Mal mit. War nur 21, aber passt schon. Ach, guck mal, wie schön das hier ist mit den Wasserfällen und so weiter. Ah, ich freue mich schon sehr auf die Erkundungsfolge. Das wird einfach fucking großartig. Ich meine, jetzt ist nur nachts, das sieht man noch nicht mal viel und trotzdem sieht es fucking brillant aus. Sorry für die Wortwahl an der Stelle. Okay. Wow. So. Mycelia. Hat mich entdeckt. Research. Nice. Sehr schön. Expanded tool belt. Nice one. Tool belt expanded. The latest data indicates that the Mycelia possess sentience. Don't worry, we have been given permission to harvest and repurpose their remains. Und natürlich, hinter einem Wasserfall ist was? Eine Höhle! Wer hat's gedacht? Ey, ist hier irgendwas Besonderes dann auch, weil es so ein bisschen versteckt ist? Ja! Eine Kreatur des Bösens, ja! Was ist es denn? Spinnies! Oh Gott. Okay, ich hau ab. Tschüss! Ich hau ab, bevor die mich umbringen. Sehr schön. Und noch mehr freischaltbare Sachen. Therapeutic inhaler recipe unlocked. It smells like fried breakfast induced cardiac arrest, but surprisingly, it restores you to full health. Alles klar. Danke dafür. Danke da, absolut. Research completed. The protein inhaler can restore health in the eventuality that you have been carelessly damaging fix-it property. Oh Gott, ey. Sehr gut, Alter. Auch machen wir noch so ein bisschen Off-Cam-Mining? Ja, Off-Cam-Mining können wir gerne machen. Habe ich nichts dagegen. Wundern sich die Zuschauer, warum plötzlich alles in der Luft ist, wir schon... Ja, wir haben schon bis dahin Tier 9 freigeschaltet. Ja. Wir spielen natürlich das ganze Spiel durch und ihr verpasst dann alles so. Ihr habt nur den Anfang gesehen.
Es war ja, nur so, eine... Livestream wird jetzt auch nichts mehr, weil genau. Wir sind ja schon fertig. Ja, so sieht's aus. Das Ganze... Ist nur Vorher-Nachher-Folge, ne? Genau. So sieht's aus. Also das Ganze ist nur eine Preview, ja? Also ihr müsst schon selbst das Game zocken, dass ihr alles von Satisfactory seht. Wenn ihr gedacht habt, ihr werdet hier alles sehen, ha, ich hab euch nur verarscht. Das ist überhaupt nicht wahr. Pech gehabt, ja. So. So, nicht anders. Fixit Space Elevator. Muss ich einfach nur den Hebel nur noch drücken, ne? Yep. Research to develop the rebar gun is now available. When completed, you will be in possession of a tool effective against any local obstacles actively objecting to the fix-it mission. Nice. Objecting. Okay, nächster Text. And iron rebar ammo unlocked. Your ingenuity towards preservation of fix-it property has been noted. You earned a micro break. And welcome back. I hope you feel refreshed. Wow, das war ja eine tolle Pause. Danke. Eine Mikropause. Alter. So, Leute, wir machen jetzt auch eine Mikropause. Und das sind wir auch schon wieder. Genau. Also ich mach gerade schon die Rebar Guns. Geil. Okay. Sagt mir, wenn ich den Hebel drücken soll, okay? Nie. Oder soll ich mir auch die Rebar Gun erstmal holen? Komm, ich hol mir erstmal die Rebar Gun. Die ist nämlich nice. Die Reaper Gun. Die Reaper Gun, so sieht's aus. Wie kann ich wieder einen Workshop bitte? Nee, hier kannst du nicht. Kannst du nicht. So. Wir haben jetzt einen eigenen Workshop. Ist Friendly Fire an? Ja. Ja, natürlich ist es an. Was denkst denn du? Und es ist teilweise schon geil, wie man einfach weggefetzt wird hier. Ja. Das Miese ist, man kann einfach gestunlockt werden. Das hast du doch vorhin erlebt, als ich dich mit dem Radio hier weggestoßen habe. Ja, nee, ich meine, man kann sich halt währenddessen nicht bewegen. Und dann kann man einfach. Oh nein, jetzt habe ich. Oh, scheiße, jetzt habe ich die First Pickup Animation verkackt. Mist. Oh, no. Sad. So, jetzt haben wir die wunderschöne Waffe auch. Und ich wollte irgendwas jetzt noch machen auf die Schnelle. Ah ja, Zeugs. Einfach verstauen gehen. Und zwar in meine persönliche Box. Ey, geht da weg. Habt ihr euch schon Muni gemacht? Ja, ein bisschen. Sehr schön. Ich auch. Sehr muss schön. Muss aber noch mehr machen wegen Research-Zeugs. Er sagt sehr schön. Warte, wie viel Muni brauchst du für das Research-Zeug? Ich habe 43, wenn du... ich bin schon bei knapp bei 200 jetzt. Ah, ich kann selbst die Reshots machen für den Stun Reaper. Juhu! Nice. Okay, was sagt sie? Jetzt bin ich gespannt. Stun Rebar Ammo unlocked. This applies a moderate electric charge to the target, capable of stunning small creatures and moderately delaying larger ones. This is quite atomically exciting. Ah, yeah. That was a physics joke. Ha 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 ha. Ha, ha, witzig. So, sollen wir dann mal den Space Elevator langsam jetzt mal wirklich hochschießen? Ja, bitte. Nachdem wir es jetzt ein paar Mal angeteasert haben. Okay, gut. Dann komme ich da jetzt noch hoch? Ja, und wie ich da hochkomme. Okay. Dann seid ihr bereit? Ja, leg los. Okay, ich ziehe den Hebel in 3... 2, 1, Seal. Oh, es erhebt sich. Jetzt wird es noch schön eingefixt hier. Das Rädchen dreht sich. Der Kolben fährt herunter. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 1 Project Part Shipment is now ready for delivery. On delivery, phase 1 will be completed and the distribution platform will be constructed. Mm-hmm. After completion of phase 1, the technologies of tiers 3 and 4 will become available in the hub. Oh, wie cool das präsentiert ist. Automated power, steel production, personnel transportation and many more. Oh, Junge. Completing phase 2 of project assembly is your next main objective. New project parts will need to be produced and delivered to the space elevator as you have done previously. Yes. Continue to construct, automate, explore and exploit for a better fix-it future. Yes, we can do. Nice.
Also, dann senden wir es doch weg, oder? Jawohl. Let's go! Wait for it. Es startet. Es startet sehr lange. Wahrscheinlich muss jetzt das ganze Zeug noch eingeliefert werden. Oh, jetzt geht's los. Steht direkt darunter. Oh, Spannung! Und... Pschiu! Bye! Alter! Einfach die ganzen Wolken weg. Ah. Lol, das Ding baut sich ja jetzt echt weiter auf. Okay, das ist neu. Oh mein Gott. You have performed adequately so far. Krass. Not only is Fixit saving humanity, it is saving all of Earth, including kittens and puppies. Ganz wichtig. It is statistically likely that you appreciate the continued existence of kittens and or puppies. Again, sehr wichtig. Continue the work for Fixit. Also, ihr habt gehört, wir müssen für Puppies jetzt arbeiten. Ja. Alter, okay, das ist krass, dass jetzt einfach so ein komplettes neues Ding da oben entstanden ist. Ja, das ist schon wild. Nice, ey. Okay, das ist ein Riesen-Upgrade im Vergleich zu Alphawürsten. Auch wie es einfach da die Wolken mit der Druckwelle einfach weggeschleudert hat, ey. Geil. Nice. Absolut, ey. Ja, jetzt brauchen wir ja nur 1000 Smart Platings, Versatile Frameworks und 100 Automated Wirings. Wires. Wir brauchen jetzt mal Sprengstoff, alle. Damit wir das Kefirium-Ohr jetzt automatisieren können. Mhm. Weil da dieser fette Blob oben drauf ist. Kohle haben wir auch schon gefunden. Absolut, ja. Das Kohle am See. Und am Ende der Straße ist der Kohle am See. Komplett schwarze Steine liegen auf dem Weg. Ich habe 20 automatisierte Kriteriums. Ich träume nachts darüber, über diese Fabrik. Befix it, yeah. Der offizielle Satisfactory Song. Okay. Einfach nur, okay. Ah, wie geht's denn hier eigentlich unseren Cables? Den geht's fantastisch, wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genügend aufgenommen für heute. Wir haben wirklich genügend gemacht. Wir haben reife Leistung gezeigt. Und ich glaube, das ist doch ein perfekter Punkt, das Ganze auf dem jetzt kommenden Tier 2 abzuschließen. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen hier, was das so ist, ne? Was uns da versprochen worden ist. Tier 3 kriegen wir Kohlestrom. Wir haben Fahrzeuge. Wir können endlich Stahl herstellen. Und wir kriegen eine bessere Nahkampfwaffe. Auf Tier 4 erwarten uns Blueprints, Logistik MK3, noch bessere Conveyor Belts. Hier ein bisschen für die erweiterte Stahlproduktion. Stromproduktion, die dann deutlich verbessert wird im Sinne von endlich Türme und so weiter zu platzieren. Und unser Lieblingsfeature, die Hypertubes. Das und mehr in den nächsten Folgen von Satisfactory. Wie gesagt, wir überlegen uns, ob wir dann auch in Zukunft eventuell das Ganze als Livestream anbieten. Müssen wir mal schauen, ne? Gut, dann beende ich jetzt an der Stelle hier das Video und tschaußen, ne? Tschaußen, oder? Ciao. Ich würde einfach mal sagen, hauen sie rein, ne? Und der Krieg ist ausgebrochen. Ich sagte, der Krieg ist ausgebrochen. Alter. Fucking Luftangriff. Au. Alter. Das Geilste, wenn man hier am Boden liegt, dann kann man ja einfach immer noch weiter ballern. Ballert mich doch einmal ab. Ich kann es euch zeigen. Ich bin jetzt gerade am Craften wieder. Ah, nee, das geht nicht mehr. Sie haben es gefixt. Okay, wenn man am Boden liegt, kann man nicht mehr feuern. Ah, schade. Oh, sehr sad. Naja, jetzt aber wirklich. Bye. Ich habe es immer noch nicht beendet hier. Ja, meine Guys und Girls. Und hiermit ist es nun soweit. Das Ende der 4. Folge von Satisfactory.
ab sofort, wie gesagt, geht ja das Projekt erstmal als Livestream-Projekt weiter. Ich denke mal, wenn wir mal die Overworld erkunden, werde ich aber mal wieder für zwischendurch ein paar Let's Play-Folgen aufnehmen. Einfach für die Qualität, weil ich habe schon gemerkt, Multiplayer, online sein und gleichzeitig Livestream, das tut meinem Internet extrem weh und lässt die Bitrate förmlich gen Kernschmelze hinabsinken. Also es sieht richtig hässlich aus. Und damit ihr euch das nicht ständig euch antun müsst, habe ich gesagt, für zwischendurch, wie gesagt, mal wieder ein paar Let's Play-Folgen aufzunehmen. Und das wird dann höchstwahrscheinlich so einfach die Erkundungen sein. Das macht am meisten Sinn. Nun ja, in diesem Sinn verabschiede ich mich jetzt aber hier wirklich nochmal in der Zukunftsform. Bedanke mich bisher für euer bisheriges Interesse und hoffe, dass ihr auch zukünftig bei Satisfactory dabei seid. Also wünsche ich euch wunderschöne Tage und dann sieht man sich im nächsten Part. Bis dann und ciao!